Kurt Betscher, du bist technischer Direktor von der Tour de Suisse. Was sind deine Aufgaben? Also meine Hauptaufgabe besteht darin, die Umsetzung an den Etappenorten, an den Start- und Zielort bin ich verantwortlich, zusammen mit dem lokalen OK natürlich, dass die das so aufstellen, wenn ich das will und dass die, oder auch so, wie wir es natürlich auch brauchen an der Tour de Suisse, dass es unserem Standard entspricht, dass alle technische Voraussetzungen vorhanden sind an dem Tag, wenn wir kommen, dass alles parat ist, dass wir unser Zeug können auf- und abbauen, dass alle Plätze reserviert sind, Strom und Wasser parat ist und dass dem ganzen reibungslosen Ablauf, der an dem Tag stattfindet. Mit 37 Siegen am 6-Tage-Rennen bist du mit dem Bruno Risi der Rekordhalter. Welche Verbindung hast du heute noch zu dem Rennen? Es war schon das Highlight natürlich von meiner ganzen Karriere oder von unserer Karriere. So lange, all die Jahre zusammenfahren, so viel Sieg erringen, das verbindet und ist schon jedes Mal wieder eine schöne Erinnerung oder sogar emotional, wenn man zurückdenkt, wie das war, wo wir Step für Step weitergekommen sind und ein Rennen ums andere gewonnen haben, am Schluss den Rekord von diesen 37 Siegen. Du bist im Jahr 2006 nach 16 Jahren zurückgetreten. Was waren deine Gründe, um den Schlussstrich zu ziehen? Ja, der Hauptgrund war sicher, dass ich keine Lust mehr hatte. Ich hatte einfach keine Lust mehr, zum Trainieren, um die Entbehrungen auf mich zu nehmen, die Schmerzen, auch, die man hat beim Trainieren oder auch bei den Rennen. Und das ist doch eine recht intensive Zeit. Und man muss sehr viel investieren, dass man die Leistung jedes Jahr wieder abprüfen kann. Und ich habe einfach genug gehabt, aber ich habe es so lange gemacht, bis ich es wirklich da oben hatte und konnte mit gutem Gewissen aufhören. In Erschfeld gibt es einen Ehrenplatz von dir und von Bruno. Risi Betscher-Platz. Was bedeutet dir dieser Platz? Ich muss ehrlich sagen, das erste Mal, oder wo die Ehrung stattgefunden hat und die Enthüllung und alles und so, und dachte, ja, okay, oder? Das ist jetzt nichts Spezielles, oder? Das ist irgendwie. Und nachher dann, jetzt, wenn ich das sehe, das blaue Tafeli und da haben sie noch ein schönes Bild gemalt auf ein Haus. Und das blaue Tafeli, das ist schon noch cool, wenn man sonst so Strassen sieht und dann sieht man eine, so mit dem blauen Tafeli, so ein riesiger Betscherplatz. Das ist schon noch lässig, ja. Da bin ich noch stolz drauf. In welcher Art bist du heute noch sportlich tätig? Ja, ab und zu ein bisschen Velofahren geht mir schon, aber natürlich einfach wirklich wie ein Tourist und sonst am Golfplatz relativ viel, das macht mir noch Spass. Und etwa ein bisschen da bei uns da die Hausbergen rauf, wenn man schnell ein bisschen will, den Puls ein bisschen aufjagen, ist das noch gut. Und wenn man etwa 2-3 Kilo wieder rein muss, abnehmen, ist auch nicht schlecht, wenn man sich wieder ein bisschen körperlich betätigt.